Leitlern, ich muss euch erzählen, was mir gestern passiert ist. Ich hab's selber nicht glauben können, es war echt ein Wahnsinn. Also, ich bin ja hauptsächlich in Italien unterwegs, genauer gesagt Norditalien. Jetzt hat sicher irgendein Vollkofer sagen, Norditalien ist nicht Italien. Alte Goschen, Laufental ist auch nicht Kärnten, also alte Goschen jetzt. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja viel in Italien unterwegs. Und gerade gestern ist mir das passiert, ich komme so am Berg auf. Ach, sie ist also auch Kuppen und vor mir sind so die ganzen, wie heißen die, diese Maskierten da, die was mit der Brille noch mal dumm fahren und den Helm, die das Gesindel, die Gefraster, wie heißen die? Rennradfahrer, ja genau, ja, ja. Auf jeden Fall, die habe ich noch gesehen und im Gegensatz zu unseren in Österreich, gell, hätte ich gedacht, Wahnsinn, alter Schwede, ich hätte es euch gar nicht vorstellen können. Rechts daneben, da war ein Radlweg. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das gibt es ja nicht. Die haben den Radlweg sogar benutzt als Rennradlfahrer. Wahnsinn! Alter, und ich habe mir gedacht, in Italien sind nur Depperte unterwegs. Ich meine, okay, die italienischen Autofahrer, die können nicht Auto fahren, die Motorradfahrer sind Lebensmittel, weil die fahren da überall durch, nur dass man sie irgendwie noch, dass sie irgendwie noch durchkommen. Es war echt nicht normal, das war echt krank. Auf jeden Fall, ich bin noch einen weitergefahren und ja, und der war vor mir halt und hat mir so angezeigt, geh, komm, komm, komm. Und dann kommt der Auto, stehen bleiben. So, geil, bist du deppert, Alter. Aber also richtig einweisend, Alter. Wahnsinn, nicht schlecht. Ja, dann bin ich kurz einmal wo stehen geblieben, ist ja auch noch gekommen. Und ich sag, servus, du. Danke da vielmals, gell, das hätte es echt nicht machen müssen, aber bei uns in Österreich sind sie leider deppert. Ne? Sagt er, parli italiano? Sag ich, nein, io parlo nur Deutsch, aber du, grazie mille, ciao, buona giornata, schönen Tag noch, gell. Hat er mich leider deppert angeschaut und ich mir allein gedacht, geil. Aber ja, das sollte mal eine Nachricht an unsere ganzen, Radlfahrer da sein, die was glauben, nur dass sie auch 4000 Euro Radl haben, dass sie da was besser sind und sie noch ankommen. Ja, aber ich darf da auf der Straße fahren. Ja, ich kann auch nicht geben, du Vollkoffer, wenn du willst. Oder ich würde sagen, ist mir noch besser. Oder die ganzen Beefgeräte. Boah, wenn ich die anschaue, Alter. Nee, wir müssen da fahren. Halt die Goschen, verdammter Beefge, Alter. Red Deutsch. Und von einem Beefge lasse ich mir nichts sagen. Ja, wurscht, bevor ich mich aufrege. Hey, lieber auf mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, für dich.